Und ich glaube auch, dass immer zwei dazugehören. Ja, und es hat was mit dem Frühlingwetter zu machen, ne? Oder nicht? Ja, natürlich. Frühlingsgefühle, Frühling beflügelt, die Sonne kommt raus, es ist schönes Wetter, das Herz ist leicht, man lässt den Winter zurück und freut sich auf den Neuanfang. Alles blüht, alles sprießt und so kommt auch die Liebe zum Tragen. Sie haben das aufgenommen in den Studio in Dresden, ne? Mit André In Starre. Dresden. Ja? Stimmt das? Ja, richtig. Das ist richtig. Mit André Stade in Dresden im Studio. Aber in Deutschland gibt es noch viel Angebote von Künstlern. Ja, natürlich. Ja, ich guck, was ich hier aus Deutschland in meinem Studio kriege. Das sind viele, viele, viele Leute, die in Deutschland singen, oder? Ja, das sind sehr viele. Und ich glaube aber, es ist keine Konkurrenz, weil jeder macht das, was er am besten kann und wie er es am besten kann. Und am Ende entscheidet das Publikum, was es hören möchte und was es liebt. Ja, das ist genau dasselbe. Das hat man in Holland, das hat man in Belgien, das hat man auch hier in Spanien. Ja, natürlich. Und ich hoffe, in Spanien kommt der Song auch gut an. Ja, Bei aber den Urlaubern. wir haben hier auf dem spanischen Fernsehen, wir haben hier auch Voice of Spanien. Oh. Ja, das hat man in jedem Land natürlich. Wir gehen das Musik spielen, Corinna. Auf der ersten Platz, viele, 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 vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns hier im Programm warst. Ja. Was geht sie machen, diese Wochenende? Dieses Wochenende habe ich etwas nicht so Schönes vor. Ich habe noch meine Steuererklärung fertig zu machen. Aber auch das muss sein und Arbeit gehört dazu. Und ja, und dann freue ich mich, dass ich bald wieder Auftritte habe. Und ja, der Frühling bringt dann wieder schöne Momente auf der Bühne, wo ich dann wieder unter Leuten bin und meine Musik auch präsentieren darf. Und das freut mich ganz besonders. Okay. Auf den ersten Platz, vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns live im Programm warst. Wollen Sie die Ankündigung selbst machen, bitte? Ja, kann ich gerne machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich ganz besonders, dass ich hier meinen Song vorstellen darf. Traut euch und mein Song jetzt hier für euch, Corinna Anders, trau dich. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, ebenso. Tschüss, Wiederhören. tschüss.